Recht herzlich willkommen zur 117. Folge von Simotrans. Und hier steht nicht laden. Achso, der muss nur entladen, dann kann man das machen. Okay, dann haben wir das. Dann gucken wir mal. Wir waren bei der Straßenbahn da oben im hohen Norden, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir das gerade mal wieder in Angriff nehmen. Wo war das? Jetzt glaube ich noch da. Nur gerade hoch. Ja, wartet auf freie Strecke, das ist nicht gut. Okay, da fahren sie aber wieder. Ja, okay, das war nur zu viele Züge auf der Linie. Oder Signale nicht knapp genug, keine passenden Abstände von den Signalen, so. So, was machen wir jetzt hier? Das ist die Frage, ne? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, da kannst du drei Felder machen für die Straßenbahn. Hier wird auch noch einer hintergehen, gar kein Ding. Und hier kannst du auch noch einen nehmen. Und wie sieht's hier unten aus? Ja, da geht's nicht wegen der Straße hier, ne? Das kannst du also knicken, höchstens abreißen, umbauen. Ja, muss man dann mal überlegen, ne? Rein theoretisch kann der Zug aber auch hier reinfahren, ne? Oder wie war das? Ich glaube, die Straßenbahn kann auch hier rauffahren, ne? Müssen wir mal testen. Ich meine, das ging auch, oder? Höchstgeschwindigkeit 30. Komm, bauen wir schon die Exklusivgleise, ne? Ich glaube, das geht. Dann braucht er auch nicht da lang fahren, sondern kann da lang fahren. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal so, dass wir die Linie bearbeiten gerade einmal. Linie ändern. Baustoffhandel einfügen. Da. Und löschen. Da. So, das würde passen. Der ist jetzt gerade wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Genau so ist es. Man kann da nur einen aussteigen lassen oder sowas, ne? Funktioniert super, oder? War 71 Passagiere sogar dabei. Und Postdeck hat er auch. Ja, Haltestellen bauen, ne? Enthaltepunkte, okay. Ja, die machen wir ja hier mit, ne? Fällt mir gerade so ein, ne? Das wäre da. Und hier machst du auch noch so einen hin. Da müsste schon klappen, oder? Das war's schon, oder? Ja. Döbel, Nordwestwald oder so. So, jetzt müsste man gucken. Kriegt er das passend hin? Hier steigt sowieso keiner aus, ne? Doch, ist einer ausgestiegen. Glaubst du nicht, ne? Aber das wären jetzt drei. Lass mal grad schneller laufen, ne? Das habe ich schneller gemacht und Spiel geht. Ohne Route. Ah, alles klar. Jetzt hat er doch ein Problem hier. Ohne Route. Dann lass uns immer nochmal die Linie. Kann er doch nicht da reinfahren, wa? Ohne Route, oder? Da hat es was mit den Gleisen nicht geklappt. Das könnte natürlich auch noch sein. Dass das Stück nicht geklappt hat, das müssen wir mal schauen. Das könnte auch sein. Das steht aber noch ohne Route. Hardexen, Baustoffhandel. Ja, das ist da.
Und dann pettert er doch nicht hin, ne? Findet keinen Weg mehr. Hm? Also, das ist dann doch nicht möglich. Falsche Taste. Das bedeutet, wir müssen das anders gestalten. Jetzt wird es dann im Endeffekt teuer. Mach das erstmal alles zu. Das kannst du wegreißen. Ja, das war jetzt doch dann verkehrt. So, jetzt fährt er da auch durch. Sollte er ja gar nicht, fällt mir gerade so ein, ne? Dieses Stück muss weg. Ah, jetzt hat er auch noch gleich den Bahndamm, den das Bahnhofsgebäude mit weggerissen. Ist die Frage, welches das war, ne? Weiß keiner, ne? War das das? Nö. Nee. Ich weiß nicht, wie das aussah. Spielt aber auch gar keine Rolle am Ende. Passt sogar. Ja. Dann ist das erledigt, aber die Route haben wir trotzdem noch nicht gemacht. Jetzt müssen wir hier was wegreißen. Was wir eigentlich ungern machen, aber halt so ist gerade. Dann die Straße bauen. Und zwar so. Und dann kriegen wir da, wenn wir die Verbindung da weg haben. Das hat jetzt gut geklappt, wie man gerade sieht, ne? Zack, zack, zack. Und so, jetzt ist es richtig. Und jetzt können wir da noch eine Haltestelle hinbauen und dann kann er da hinfahren wieder. So, jetzt müssen wir nur die Linie nochmal einrichten. Und zwar einfügen da und löschen da. So, jetzt sollte der auch fahren können. Ohne Route steht er noch. Ne, hat er die Route wieder, ne? Ja, passt auch. Funktioniert sogar. Gut, dann ist das richtig. Da haben wir drei. Haben wir da drei? Kenne ich jetzt nicht das dritte Haltestellen-Symbol. Hier habe ich das nicht gesetzt. Doch, muss wohl. Habe ich jetzt hier aus Versehen welche gebaut oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Da sind drei. Hier kann man jetzt leider das nicht erkennen, doch da ist das Schild zu sehen, hier an der Ecke. Passt also. Findet keinen Weg mehr. Wer findet denn hier keinen Weg mehr? Ach so, das ist schon eine alte Sache, die jetzt dann wieder da ist, weil die Straße da gebaut war. Alles klar. Der kann jetzt zum Depot. Passt. Und er ist unterwegs. Und bringt unsere Post weg, ne? Passt. Hat 90 Passagiere an Bord. Mal hoffen, dass es jetzt hier so mit der Post funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier eine Bushaltestelle ist. Sieht wohl so aus, aber... Vielleicht ist dem so. Hier sind auf jeden Fall drei, hat mal gemacht, ne? Nur er fährt glaube ich bis hinten hin, ne? Kann das sein? Das müssen wir auch noch ändern. Das müssen wir auch noch ändern. Wie heißt denn das hier? Bayernstraße. Da einfügen. Dort und da
steht jetzt freier Wegpunkt. Super, oder? Dann ist ja doch keine Bushaltestelle hingewandert, oder wie? Schnellstens das da. Ja, jetzt baut das auch alle, ne? Wahrscheinlich. Gut, dann Linie ändern nochmal. Rheinstraße hat jetzt auch den richtigen Stopp gekriegt, glaube ich. So, welcher ist das? Der ist der richtige. Und der ist der falsche. Und jetzt ist er noch Ausrufezeichen, oder? Ach nee, das ist nur von meinem Marker beim Aus dem Bild gehen. Alles klar. So, sollte funktionieren. 844 Leute an Bord. Die Tram. Ja, gut. Dann hält er hier noch an? Ich glaube nicht, oder? Müssen wir mal gerade gucken. Ne, da kommt kein Marker hier, da muss es so sein, dass der sowieso nicht angefahren wird, sondern die Postbusse das sind, ne? Allerdings ist hier auch einer. Keine Ahnung warum. Aber der fährt durch. Das sehen wir ja jetzt. Ja, der fährt durch. So, jetzt hat er die ganze Post hier mit. Und hat auch entladen. Hier haben wir jetzt Post und Leute. Sollte eigentlich funktionieren, würde ich sagen, ne? Gut, da haben wir den halt, ist klar. Da unten war auch alles klar. Ja. Dann lassen wir das erstmal so laufen. Und ich würde sagen, für die Folge soll es dann erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.